Ich gewöhne mich fast daran, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Fast. Ganze Offensive. Stehlen zweifellos noch mehr unbezahlbare und nebenbei bemerkt extrem mächtige Artefakte, die aus dem Sanktum stammen? Eher nicht. Sie befestigen eine Stellung. Hier. Du hast recht. Wir kommen nie nah genug ran für eine Symbiontenprobe. Nie würde ich nicht sagen. Wenn ein Problem? Kein Problem! Wow, dein Spinnensinn hat echt enorme Reichweite, Kleiner. Oder meine SMS-Kammer. Egal wie, ich bin euer Mann. Na komm schon, ich hab ne Idee. Niemand? Das hätte ich wohl vor dem Spiegel üben sollen. Sorry, Kid. Den Ausflug kann ich nicht riskieren. Klar. Weil du so viel Erfahrung im Kampf gegen Venom hast. Für sein Alter scheint Spider-Man doch recht clever zu sein. Im Kampf. Nicht als Redner. Wir mischen uns auch nicht ein, wenn der Mandarin in der Stadt ist. Okay, gut. Verstehe. Was ist der Plan, Klein... Spider-Man. Ich bin kein Kontrollfreak. Falls du irgendwelche guten Ideen zur Mission hast, ich bin ganz vorne. Meine einzige Idee ist, nicht zu sterben. Wenn man ihre Vorgeschichte bedenkt, kann man Spider-Mans Plan wohl vertrauen. Was kann schlimmstenfalls schon passieren? Wobei, nein, bitte lieber nicht antworten. Gern geschehen. Crossbones. Dann Eddie. Und ein ganz großes... Was ist das? Was es auch ist. Sie haben eine komplette Armee, um es zu beschützen. Sorry, müsste meinen Plan doch nochmal ganz schnell nachjustieren. Ja. Der Plan. Wie lautet er? Gut. Also, bleibt zurück. Erwartet mein Signal. So viel Zeit verschwendet. Gamma-Energie zu unterdrücken, anstatt sie zu nutzen. Oh, wenn Mutter sieht, was ich erreicht habe. Was läuft da? Frescht sein Hirn! Signal! Signal! Das war das Signal! Wieder auf dich, altes Haus. 3, 2, 1. Das hat sonst immer geklappt. Naja, einmal zumindest. Parker, Bericht. Parker, Status. Tja, bin gerade etwas unter Druck. Aber Eddie ist genau da, wo er sein soll. Nicht wieder! Nicht und wieder!
bis zum Greifen nah. Ich nehme an, wir wechseln zu Plan B. Ah, eher Plan 1.5, würde ich sagen. Ich wette, diese kleineren Glocken vibrieren mit einer ähnlichen Frequenz wie ein großer Bruder. Nicht perfekt, aber vielleicht verschaffen sie mir genug Zeit, um die Probe zu nehmen. Wir haben deine Probe direkt hier, Spinnchen. Yep, voll reingefallen. Heil den hier. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Das müsste ihn bremsen. Jetzt. Ein Schmerz! Los geht's! Mutter sagt, wir sollen uns sputen! Das ist einfach nur eklig! Scheiße, aus was bestehst du bitte? Erwarten Verstärkung! Wir werden uns immer an diesen Ort erinnern, Spider-Man! Denk daran, was du uns hier angetan hast. Die Spielchen sind vorbei. Das hier. Okay, er will nicht mehr mein Gehirn essen, sondern mich nur noch begraben. Das ist ein Fortschritt, oder? Verpass ihm bitte einfach eins mit den Glocken. Lilith Dina. Schwach. Sogar für Hydra. Lilith höchstpersönlich konnte mich nicht besiegen. Wieso denkst du, du würdest dich besser schlagen? Und weiter geht's! Prima, los geht's! Wir sollten dieses Ding nicht unterschätzen. Verstärkung ist unterwegs.
kurz nach diesem Augenblick gesehnt, Spinnchen, dich an diesem elenden Ort zu zerquetschen. Wenn du beseitigt bist, deinen neuen Heldenfreunden und dann verschlingen wir deine Geliebte. Hey Ellie, ich weiß, es redet nur Lilith durch dich oder so, aber halt die Klappe! Die gehören mir. Du bist ziemlich gut hier drin. Wir sind zu stark für dich. Hör auf, nichts zu sehen. Als würde man von einem Höllenfürsten kommen. Nur viel klebriger. Ich krieg schnell blaue Flecken. Die geben immer noch nicht auf. Dein Netz ist zerrissen, Spinnchen. Deine Falle hat versagt. Er könnte recht haben. Diese Symbiontenprobe ist nicht dein Leben wert, Spider-Man. Wir finden einen anderen Weg. Sag das Tante May, Mary Jane, Harry, Flash, Felicia, Otto und ungefähr 9 Millionen anderen New Yorkern, die wir zu retten versuchen. Wenn wir mit dieser Probe verhindern können, dass dein Mutter diese Stadt zerstört, lohnt sich das Risiko. Verschaff mir einfach etwas Zeit. Frisst du schon wieder Hydra-Soldaten, Eddie? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dein Atem oder deine Zähne? Wir benutzen eure Knochen. Das wird langsam langweilig. Ich habe feindliche Verstärkung gesichtet. Diesmal setzen die sich ganz schön zur Wehr. Seht die Gabe des Lichts. Es ist schön, Freunde zu haben. Wir kriegen das hin. Los jetzt! So sehr mir unser Tänzchen gefällt, Eddie. Es geht bestimmt noch besser. Wie wär's denn mit einem kleinen Smasher? Ist das nicht mehr angesagt? Finden wir es raus. Das könnte jetzt ganz kurz wehtun. Das ist aber völlig normal. Oh, völlig normal. Wow. Was war
denn das? Nur eine Kleinigkeit, ich nenne es den Plan. Zwei Teams auf Venom angesetzt. Er sollte vielleicht noch zwei oder drei mehr losschicken. Du hast eine Kirche auf ihn fallen lassen. Der geht nirgendwo mehr hin. Parker? Oh. Den Gesichtsausdruck kenne ich. Glückwunsch. Gute Arbeit. Hey, danke, Leute. Das werde ich bis in alle Ewigkeit nie vergessen. Und eine Ewigkeit brauche ich wohl auch, um die Reparatur für die Kirche zu bezahlen. Oh. Keine Sorgen. Wir haben ja zum Glück einen Milliardär im Haus. Ja, wenigstens ist Darks Kreditkarte für was gut. Ach, diese Kids. Reizend. Ein guter Plan, Peter. Meisterhaft ausgeführt. Der verrückteste Plan, der mir je untergekommen ist und sogar funktioniert hat. Ja, und jetzt müssen wir die Probe, die er genommen hat, nutzen. Wir? Okay, Leute. Ich weiß, dass ihr alle was Wichtigeres zu tun habt, als mich anzufeuern. Gehen wir die Welt retten. Ach, und wenn das zufällig jemand mitgeschnitten hat, schickt mir das Material. Nur zu Trainingszwecken, versteht sich. Parkers Plan war chaotisch, aber effektiv. Nicht einmal Lilith hat das wohl kommen sehen. Ich wusste, dass Peter liefert. Parkers Debriefing wird legendär. Nach allem. Ganz unter uns? Ich war nicht ganz sicher, dass dieser kleine Plan da draußen aufgeht. Ich meine, ich war ziemlich sicher, aber da war trotzdem diese leise Stimme in meinem Kopf. Wenn du das versaust, knabbert Venom an deinem Schädel. Noch schlimmer, ich müsste dich enttäuschen, von den anderen ganz zu schweigen. Ich wusste immer, dass du es schaffen würdest, Peter. Genieß die Anerkennung. Danke, ist ganz schön, der Mann der Stunde zu sein, selbst wenn es nur eine Stunde hält. Ich habe so lange versucht, Spider-Man und Peter Parker getrennt zu halten, dass ich nie wirklich Gelegenheit hatte, Siege zu feiern mit, du weißt schon, Freunden. Genau. Vielen Dank dafür, Hunter. Wie auch immer du es betrachtest, sei froh, dass wir die Probe haben. Jetzt können wir den Doc nach Hause holen und dich weniger explosiv machen. Insgesamt ein guter Tag. Wir alle schulden dir unseren Dank. Das war gar nichts. Abgesehen davon macht es bei den Leuten von Stark Industries sicher Eindruck, wenn man dem Chef hilft, seinen streng geheimen Prototypen an einem von Dämonen besessenen Alien-Mensch-Symbionten zu testen. Hätte nichts dagegen, eines Tages für Tony zu arbeiten. Ich wünschte nur, Spider-Man könnte seinen Lebenslauf schicken. Aber du arbeitest doch schon mit Tony, Peter. Du bist unverzichtbar für das Team. Wow. Da macht der Kopf. Peter? Nope. Bin noch umgehauen. Ich muss mich kurz setzen und das alles verarbeiten, Hunter. Wir sprechen uns wieder. Wenn Parker das nächste Mal einen Plan schmiedet, will aber ich gegen dich. Wir müssen uns echt bei Peter bedanken. Jetzt werden die anderen... Heute ist die Nacht der Nächte für die Emo-Kids. Kommst du? Dir nach. Wir werden bald sehen, ob dieses Treffen Früchte trägt. Wie meinst du das? Miss Minoru kann es erklären. Wir kommen der Antwort auf die Frage, wie du gestorben bist, näher. Es wird dir doch nicht zu viel? Während des Rituals bin ich wie zwei Personen, die man auseinanderzieht. Also, wenn es dir zu viel wird, sag einfach Bescheid und wir blasen es ab, ja? Okay.
Eliana will das Ritual diesmal leiten. Das hat mich überrascht. Warum? Magic übernimmt die Führung und Caretaker geht ihr aus dem Weg? Das Ende der Welt muss nahen. Oh ja, stimmt. Ich glaube, ich kenne Ilianas Pläne für das Ritual. Wie? Ich habe gehört, wie sie mit Strange geredet hat. Danke, dass du mir das sagst. Dass ich es dir diesmal sage, meinst du? Stimmt. Vielleicht habe ich dich zu oft im Dunkeln gelassen. Ilianas Vorgehen ist fahrlässig und könnte dir nachhaltig schaden. Was du mit diesem Wissen machst, ist deine Sache. Das Ritual heute wird anders als sonst. Inwiefern? Wir werden echte Fortschritte machen. Ich packe dich nicht mit Samthandschuhen an. Ich bringe dich an deine Grenzen und weiter. Damit es funktioniert, muss ich dich brechen. Sarah sagt, ich könnte bleibende Schäden davontragen. Sarah hält sich für allwissend. Ohne Vorbereitung würde das stimmen. Deswegen hast du die Zutaten gesammelt, um die ich dich gebeten habe. Du hast sie doch gesammelt, oder? Nein. Das verkompliziert alles. Ohne Zutaten wird das Ritual schmerzhaft. Nicht mehr als ein Sparring im Garten. Es besteht keine Gefahr für dich oder deine Seele. Aber es wird wehtun. Also, bist du bereit? Du darfst fortfahren. Der Limbo vergisst nie. Er enthält das Echo eines Todes. Was ist deine letzte Erinnerung? Lilith. Ein schlammiger Kreis auf einer Lichtung. Dann bringe ich dir dieses Echo. Und du wirst zu seinem Gefäß. Ich bin bereit. Was siehst du? Oh, mein Kopf. Was? Das ist sie. Da im Kreis ist Lilith. Kämpf nicht gegen das Echo an. Lass dich ergreifen. Nein, ich... Sie sieht mich. Ich rücke vor, angriffsbereit. Sie beobachtet mich nur. Wow, ist das... Ja. Mein Kind, sieh, was sie dir angetan haben. Du hast kein Recht, mich Kind zu nennen, Monster. So ein Irrtum. Ich wollte dir nie schaden. Deine Armee sagt was anderes. Eine Ablenkung, um dies zu ermöglichen. Ilianna, Schluss damit! Sofort! Schluss mit der Täuschung! Sprich deutlich, oder erleide die Konsequenzen. Ilianna! Nein! Wir dürfen nicht aufhören! Wie deutlich soll ich noch werden, mein Kind? Wenn ich diese Welt erneuern will, brauche ich dich. Das reicht! Dilongo! Retinacula! Nein! Dazu hattest du kein Recht. Deinen Leichtsinn zu stoppen, ist meine Pflicht. Das Ritual zu früh abzubrechen, hätte Hunters Geist auslöschen können. Die einzige Bedrohung für Hunter war deine schlampige Technik. Du bist unmöglich! Das war dein letzter Versuch. Halt mich nicht zurück! Ich stehe hier nur so unbeteiligt wie möglich. Yep. Wie geht's, Hunter? Wir hätten die Antwort, wenn Caretaker uns nicht aufgehalten hätte. Ich will nicht Partei ergreifen, aber es sah aus, als hättest du echte Schmerzen. Ich verstehe, wieso sie wollte, dass Ilianna aufhört. Solange es dir gut geht, geht es mir gut. Die positive Nachricht? Wir kommen der Sache definitiv näher. Das ist mehr als genug für heute. Bist du bereit zu gehen? Das war's für mich. Klingt gut. Bis zum nächsten Treffen.
Du musstest dir sicher schon 1000 Venoms Liberty Bell schlagen, Witze anhören. New York hat viel durchgemacht. Alter, ich hab panisch Popcorn gefunden. Man sagt, dass der Pazifik kein Gedächtnis hat, Hunter. Aber du schaust gerade auf den Atlantik. Echt jetzt? Wow, das erklärt einiges. Stell dir nur mal vor ein paar Jahren war ich Highschool-Anfänger und der ultimative 49-Kilogramm-Hänfling. Sogar die Frauen in der Essensausgabe haben mir mein Milchgeld geklaut. Und jetzt schau mich an. Ich hänge mit der Legende Hunter und den Midnight Suns in ihrer supergeheimen Atlantik-Meeresbasis ab. Wir sind froh, dich zu haben. Aber genau das ist es eben. Was, wenn diese radioaktive Spinne sich für einen Biss in jemand anderes Hintern entschieden hätte? Wie wäre mein älteres Nicht-Spinnen-Ich so? Ein ebenso mutiger Kämpfer und cleverer Gefährte. Nicht, was die Kinder auf dem Spielplatz damals sagten. Sogar beim Fangenspielen musste ich auf der Bank sitzen. Peter, ich bin mit dir befreundet. Nicht mit deinen Kräften. Na, das ist doch mal ein BF-Wort, das ich immer gern höre. Es sei denn von MJ, wenn ich denke, dass wir ein Date haben. Weißt du, Hunter, ich habe einen Haufen cooler Orte gesehen, seit ich meine Spider-Leggings anhabe. Weit über mein Viertel in Queens hinaus. Aber schließlich und endlich wäre ich gerade nirgendwo lieber als genau hier, mit euch anderen. Hunter, lass uns quatschen. Hey, ich hätte da eine Bitte. Danke, Hunter. Du siehst ganz schön nachdenklich aus. So kann man es sagen. Musst du etwas loswerden? Ich wollte immer gut in allem sein, was ich tue. Aber jetzt glaube ich, man kann so gut sein, dass man in Wahrheit furchtbar ist. Klär mich auf. Ich wollte bloß beweisen, dass ich es schaffe, eine Probe des Venom-Symbionten zu nehmen. Und das hast du. Genau, ich hält. Aber dafür musste ich den armen Eddie unter einem Trümmerhaufen zurücklassen. Was du getan hast, hat Leben gerettet. Vergiss das nicht. Du hast recht. Logisch betrachtet weiß ich, dass ich das Richtige getan habe. Ich habe mich für das Team eingesetzt. Aber richtig fühlt es sich trotzdem nicht an. Ich weiß, dass dein Freund Eddie dir leid tut. Aber er ist kein Mensch mehr. Er ist ein Monster. Nein, er war ein Mensch. Und der Symbiont war ein Alien. Aber Lilith hat sie beide in Dämonen verwandelt. Dieses Schicksal verdient niemand. Eddie Brock mag es schwer haben, klar. Haben wir alle. Ich nehme an, deshalb werde ich das Gefühl nicht los, dass ich mehr hätte tun können. Zum Beispiel ihn aus dem Schutt ausgraben? Nein, ich meine ihm helfen, sein Leben in Ordnung zu bringen. So wie echte Helden es sollten. Wer weiß, vielleicht wirst du das eines Tages. Ja, mit Betonung auf vielleicht. Wenn Tony oder Strange nur eine Art Zeitmaschine erfinden könnten, dann könnte ich zurückreisen und Eddie von seinem Weg abbringen. Es sind schon seltsamere Dinge passiert. Danke für das Gespräch, Hunter. Ich habe über einiges nachzudenken. Falls mich jemand braucht, ich bin hier. Tief seufzend. Thank you.
Wie geht die Probenanalyse voran? Oh, du meinst die Fiole mit Alien-Glibber, den Peter aus dem armen Eddie geholt hat? Diese Probenanalyse? Genau das. Mit einem Wort, eklig. Aber auf faszinierende Art eklig. Dieser Symbiont existiert als Ganzes auf der Molekularebene. Jedes seiner Atome ist in sich eine selbsterhaltende, schleimige kleine Einheit. Aber wenn die Moleküle sich verbinden, durchlaufen sie eine Veränderung, die man nur als etwas aus abstraktem Expressionismus bezeichnen kann. Und ich kann sehen, wie deine Augen glasig werden. Für dich ergibt es ganz sicher Sinn, aber bedenke, dass ich nicht aus dieser Zeit stamme. Ich gewöhne mich noch immer daran, dass das Licht angeht, wenn man auf einen Schalter drückt. Ha, richtig. Ich mache etwas langsamer, lasse das Fachlatein aus und komme direkt zum Punkt. Ich denke, wir können Venoms Schleimprobe als Basis für einen Anzug verwenden. Eine Art Venom-Anzug? Nein, nicht so wie bei Venom. Keine Symbiose. Es wäre eher eine Art Antisymbiont, um dich bei eurem nächsten Treffen zu beschützen. Stell es dir als eine Rüstung vor. Strange und ich arbeiten gerade an einem Entwurf. Gib mir 24 Stunden. Ich denke, dann wirst du mehr als zufrieden sein. Das wird dir gefallen. Mystische Energie wächst.
Hast du noch mehr Helices für mich? Genialer Erfinder schlägt erneut zu. Ich könnte diesen Prozess automatisieren und mich ganz wegrationalisieren. Start. Wenn das mal kein hochwertiges Handwerk ist. Ich helfe gern, Hunter. Bereit für die Arbeit? Schön, mal an die frische Luft zu kommen. Wir könnten ein paar Runden drehen. Nein, auf keinen Fall. Du gehst zu weit, Nico. Als du das letzte Mal versucht hast, Wanda zu retten, hättest du uns alle fast umgebracht. Du wirst die Sicherheit dieser Abtei nicht mehr aufs Spiel setzen. Hör dich mal an. Ich habe womöglich einen Weg gefunden, Lilis Verderbnis zu beseitigen und Wanda und Banner zurückzubringen. Und du verbietest mir den Mund? Ich hab's dir gesagt. Es gibt keine Möglichkeit, Verderbnis zu beseitigen. Bloß weil du gescheitert bist, heißt das nicht, dass ich es nicht kann. Wovor hast du solche Angst? Dass ich tatsächlich Erfolg habe? Nein, ich befürchte, du wirst genau wie Wanda. Ach, so ist das. Du hast sie immer gehasst und jetzt richtest du diesen Hass auch gegen mich? So meinte ich das nicht. Nico, warte. Lass mich erklären. Ich brauche keine Erklärung von dir. Ich will, dass du mir aus dem Weg gehst. Nico ist gewiss so wagemutig, wie Caretaker vorsichtig ist. Der Versuch, Liliths Verderbnis zu beseitigen, ist kein magisches Unterfangen für schwache Nerven. Ist es überhaupt möglich, sie zu beseitigen? Tatsächlich bin ich nicht sicher. Dazu sollte ich ein wenig nachforschen. Aber falls ja, dann ist eines gewiss. Magie hat ihren Preis. Die Frage ist, bist du bereit, ihn zu zahlen, um Wanda zurückzubekommen? Ich mache mir weniger Gedanken, welchen Tribut diese Magie von mir verlangen könnte, als von Nico. Ich will sie nicht scheitern sehen. Aber du solltest dich fragen, was die Konsequenzen für dich sind. Zumindest tue ich das. Du bist verwundbarer, als dir bewusst ist. Der Riss in deinem Halsband mag für das bloße Auge kaum erkennbar sein, doch für deine Energierüstung ist er bedeutsam. Eine spirituelle Verwundbarkeit, die weder ignoriert noch unterschätzt werden darf. Eine Verwundbarkeit, die sie ausnutzen wird. Falls du dich entscheidest, Sarah zu trotzen und Nico zu helfen, Liliths Kontrolle über Wanda zu beseitigen, könnte das auf deine eigene Gefahr sein. Sei versichert, Agatha. Ich habe keinerlei Absicht, mich oder irgendjemand anderen in dieser Abtei unnötig Risiken auszusetzen.
Du hast immer andere vor den Mächten der Dunkelheit beschützt, selbst wenn sie von deiner eigenen Mutter ausgingen. Etwas, das ich an dir geliebt habe, als ich noch lebte, und das ich auch jetzt noch liebe, da ich von euch gegangen bin. Was auch immer passiert, Hunter, vergiss nicht, auf dich aufzupassen. Wir können Lilith nicht ohne dich bekämpfen. Hunter, hallo. Hast du eine Idee, wie man dieses Team vor dem Zerfall bewahren kann? Ich würde sie nämlich gerne hören. Ich bin am Ende meiner Weisheit, Hunter. Nico ist besessen davon, irgendwas in Wanders Grimoire zu finden, um Liliths Bann über unsere armen Freunde zu brechen. Und es scheint, ich kann sie nicht davon abbringen, unsere Leben noch einmal zu gefährden. Man könnte meinen, nachdem sie diesen Spiegeltrick abgezogen hat, hätte sie ihre Lektion gelernt, aber nun legt sie noch einmal eine Schippe Finsternis drauf. Was glaubst du, sollten wir ihretwegen unternehmen? Ich bin nämlich vollkommen ratlos. Sie handelt aus Trotz, weil sie noch immer den Verlust von Wanda betrauert. Sie muss heilen. Sie muss wissen, dass sie dir nicht egal ist. Wenn wir Liliths Angriff auf diese Welt überleben, haben wir viel Zeit, uns auf eine Therapie-Couch zu legen und über unsere Gefühle zu sprechen. Bis dahin muss sie lernen zu verarbeiten, wie wir alle. Nico ist eine begabte Hexe, kein Zweifel. Aber sollte sie auf diesen Kurs bestehen, wird sie das gleiche Schicksal wie Wanda erleiden. Vielleicht kannst du sie beruhigen. Auf dich hört sie eher als auf mich. Danke, Hunter. Von hier sieht's gut aus. Ohne Infospeicher keine Mission. Bis dann. Lehrling kehrt zurück. Bereits jetzt kehrt die Macht des Sanktums zu mir zurück. Von nun an entreißt du ihm keine Geheimnisse mehr. Aber das war nie der Plan. Jetzt. Ja, Mutter. Nein! Wir verlieren sie! Da, komm schon! Wir müssen los! Geht, wenn ihr müsst! Geht! Halt euch! Das schaffst du nie! Das Sanktum ist verloren. Wir haben getan, was wir konnten, und es war trotzdem nicht genug. Und wir müssen für das planen, was als nächstes kommt. Als nächstes? Armageddon ist bereits eingetreten. Als nächstes kommt die Hölle auf Erden. Liliths Finsternis wurde voll und ganz in die Welt entlassen. Erwarte also, dass Stadt für Stadt, Nation für Nation fällt. Ergib dich. Oder stirb. Und ich fange gerade erst an. Ist endlich vollständig. Die Prophezeiung wird bald erfüllt.